Servus Leute, zurück zu Let's Play Chrono Trigger. Wir haben das letzte Mal uns wieder ins Jahr 600 verzogen. Dort tobt der Hexerkrieg. Wir haben Froggy gefunden. Wir haben was von einem legendären Helden gehört, der den Krieg beenden soll und den Sieg bringen soll. Und der legendäre Held soll zu den Denado-Doro-Bergen unterwegs sein. Dementsprechend gehen wir auch hier hin. Okay, wir haben hier schon mal direkt ein paar Viecher, die uns erwarten. Die uns einfach durchlassen? Ah! Schaut mal hier. Was haben wir denn hier? Wir haben hier Ugans. Die schnell draufgehen. Ah, Schellspecht. Ja, diese Vögel. Ah, Fuß. Oh, Chrono, der tut er hier critten. So ist es schön. Oh, die halten mehr als 100 Leben. Haben mehr als 100 Leben. Wahrscheinlich 200 oder so. Bim, 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 bim. Okay. Oh, wo? Oh, oh. Dann. Was für ein Arm? Ach, Arme. Arme? Sind doch was für ihn. Okay. Schön. Ist hier sonst noch irgendwas versteckt? Nö. Hilfe! Was? Okay. Was war das? Dieser Ort ist super gefährlich. Ihr solltet fliehen, solange ihr könnt. Oh, da ist einer mit... Ah, oh, davon haben wir gehört, von den Hammerbrüdern. Hauen wir mal ganz normal auf den drauf. Um zu sehen... 19, Machen wir mal eine Feuerattacke auf den. Und dann passiert Folgendes. Er verliert seinen Hammer. Und auch seine Defense. Moment. Achso. Ah. Wollte gerade fragen, wie komme ich dorthin? Da. Eine Phönixfeder, okay. Das ist wieder was. Nähte. Und mit dem reden wir mal. Oder auch nicht. Ah, doch, doch, doch. Ah, so wird er geweckt. Ja, ja. Au, der hat einen Hammer. Kümmern wir uns erstmal um den Söldner. Okay, um den Söldner wurde sich gekümmert. Dann müssen wir wieder hier den... seinen Hammer wegnehmen, sonst macht er so hässliche Attacken. Von Interesse? Nee. Ah, hier wieder. Einer mit und einer ohne Hammer. Den ohne Hammer kann man gleich wegmachen. Und den mit Hammer müssen wir erstmal wieder anbrutzeln. Oh ja, der wurde auch geschlitzt. Das hat wunderbar funktioniert. Und jetzt extra Money in the Bank. Schön. Was haben wir hier? Da. Ah, der will spielen. Mit dem spiele ich auch gerne. Ist ein Einzelner. Das sind Erfahrungspunkte. Die kann man immer mal mitnehmen. Ach, die Melodien hier sind immer so schön. So, hier geht's rüber. Okay, der will spielen, dann spielen wir mit ihm. Oh, der ist halt blind, dann... Gut, tschüss.
So, wir haben hier mehrere Wege. Wir haben hier den Weg, wir haben hier den Weg. Dann gehen wir. Okay, die Söldner erstmal. Söldner können nichts. Moment, für Luca haben wir immer noch keine gescheite Waffe gefunden. Luca ist immer hinterher, das ist nicht gut. Schöne Phönixfeder, warte. Oh, ah, da bleibe ich dort oben, weil dort oben ist noch Loot. Medium Äther, okay. Dann haben wir hier einen Goldhelm. Moment, ich habe schon einen Goldhelm. Ja. Könnt ihr auch einen Goldhelm? Nein. Nein. Ja. Na gut, kriegt Robo einen Goldhelm. Der Freund möchte spielen, der Freund darf mitspielen. So, warten wir erstmal kurz. So, Luca, erstmal Feuer und dann machen wir den weg. Das sind coole Gegner eigentlich. Mit so einem kleinen Twist. Aber die können halt immer drauf hitten. Das ist ein bisschen blöd. Ich gerade sehe, Crone hat fast nur noch die Hälfte der Lebenspunkte. Der will den anderen als Unterstützungseinheit haben. Na gut. Soll mir recht sein. Wir machen den üblichen Schachzug. Das ist ziemlich simpel, wenn man es einmal weiß, wie die zu besiegen sind. Ich glaube, ich habe das, als ich das erste Mal das gespielt habe, gar nicht gecheckt. Da hatte ich halt nicht die Tipps von den Dorfbewohnern. Und hab's einfach durch den Feuerwirbel zufällig erfahren. Mhm. Ja, hier, okay. Der will mich hitten. Nix gibt's hier hitten. Sieht nach einem Kampfplatz aus, genau. Die sollen ruhig welche ohne Hammer mitbringen. Die sind viel einfacher. Seit wann ist Luca schneller als Mal? Schön, dass die Animationen wegbleiben, diese was er auch immer macht, das Erdbeben. Beschleunigt die Sache ein bisschen. Muss hier aufpassen, weil ich erinnere mich, hier irgendwo gibt es ein geiles Item, was schade wäre, wenn man es verpasst. Oh, die haben den Konterschlag anscheinend. Ja, haben sie. Oh, mein Leben, schaut euch das an. Ich bräuchte mal einen Aura-Whirl. Oder ich gebe mal ein paar Auren aus. Ja, ich glaube, ich gebe mal ein paar Auren aus. Vita hat sie neu gelernt. Könnte ich auch machen stattdessen, aber noch nicht. So. Hier sind auch wieder Kampfplätze, genau. Da kommen sie extra aus den Büschen raus. Genau, ich habe bei denen als erstes einen, als erstes probiert, damals mit Feuerball und dann habe ich festgestellt, oh, der verliert seinen Hammer und dann hat es Klick bei mir gemacht. Oh, jetzt eine Kampfeserie hat jetzt gestartet. Na gut. Dann ist das eben so. Schade, dass Mal die nicht one-hitten kann, aber sie hat dafür zu wenig Stärke. Man muss aber bedenken, sie hatte, glaube ich, einstellige Stärke und ich habe schon über 30. So, nächster Kampf. Wieder zwei von denen. Den kann ich sofort hitten und da müssen wir wieder die Keule loswerden. Den Hammer. Wieso sind wir nochmal hier? Den legendären Helden finden oder irgendwas so in der Art.
Oh, es händet immer noch. Oh, das sind schon ein bisschen mehr. Wenn er seinen Hammer hat, ist er auch gut. Guter Gegner. Der Hammer muss ziemlich mächtig sein, muss man mit. Kann man bedenken. Die Söldner hingegen können nichts. Außer nerven. Crits sind gut. Okay, diesen Weg wollen wir nicht unbedingt nochmal gehen. So, hier haben wir Söldner. Bimmelibim. Schöner Crit. Oh ja, hat geklappt. Jetzt sind Bimmelibim. Das macht bei ihr nichts. Genau. So. Schön. Warte mal, das da war. Ich glaube, hier irgendwo war ein. Ein Gimmick versteckt. Ja, hier. Nein! Ich bin ein Genius. Nein! Nein! Silberkrug. Was auch immer. Das ist das, was ich haben wollte? Nicht zwingend, aber es ist auch gut. Das habe ich zumindest nicht gedacht. 25% mehr Lebenspunkte. Hat was. Verdoppelt Agilität. Lieber dieses Teil, weil sie ist die Heilerin. Das ist schon gut. Aber das ist ärgerlich, dass wir das eine jetzt verpasst haben. Und noch... Wobei, ist das so ärgerlich? Theoretisch, glaube ich, kann ich hier runter... Oh, halt, da ist noch was. Nein? Achso, das ist bloß ein Pixelfehler. Ich dachte, da leuchtet was. Wo komme ich hier raus, wenn ich hier raufgehe? Ah, gut, dass ich nicht nochmal kämpfen muss. Zumindest gegen die. Ich glaube, ja, die sind wieder da. Ärgerlich! Wobei, naja, egal. Nicht so schlimm. Trotzdem, ein bisschen ärgerlich ist es schon. Oh? Ja. Gut. Die Söldner sind auch langsam. Die haben zwar einen Konterschlag, aber jetzt kam Chrono zum zweiten Mal schon dran. So, jetzt halt wieder hier entlang. Und ja, so. Silberohrring ist, glaube ich, das, was ich unbedingt haben wollte. Ja. MP-Kosten halbiert. Das ist eigentlich für sie gedacht. Oh ja, dann kann ich nämlich wunderbar, dann kriegt sie das Silberkreole. Oder ich? Vielleicht bin ich damit sogar besser geeignet. Weil ich bin stark und außerdem bin ich zu schnell für die anderen, um gute Kombis zu machen. Dann kriegt sie lieber Schnelligkeit. Ja, gut. Das war doch wunderbar. Einmal HP 25% Silber. Es gibt auch Golden und da wird's noch besser. Halbierte Mana-Punkte bedeutet, ich kann jetzt zum Beispiel mal malen. Vita vereint. Also ich kann direkt den besseren Heilzauber nutzen. Von Anfang an. Für dieselben Kosten, wie ich immer für Aura verwendet habe. Sehr gut. Ihr werdet es vielleicht schon sehen. Wenn ihr den rechten Weg den Wasserfall runtergeht, dann landet ihr einfach ganz unten, wo man das Silberkreole bekommen hat. Wahrscheinlich spreche ich es die ganze Zeit falsch aus. Aber egal. Oh, das ist auch eine Konterattacke. Wir machen da einen Konterattack. Ja, da bräuchte ich Leute, die alles töten. Mit einem Hit. Gut. Stufenaufstieg ist immer nicht schlecht. Jetzt können wir auch hier weitergehen. Hallo, mein Freund. Dir vermassen wir noch meinen Hinterhalt. Ja, ich glaube, der Hinterhalt gilt mir, oder? Toll.
diesem Gebiet hier kann man wunderbar, also relativ gechillt farmen. Aber die Gegner, naja, so gute Sachen geben die nicht, oder? Naja, da ist das prähistorische Area, wo ich gefarmt habe, schon deutlich besser. Kampf gegen viele Glöckchenschwinger. Okay, dann machen wir mal ein Kombo. Machen wir mal ein Feuerwirbel. Ah, hoffentlich. Oh, ein Zentimeter Pixel weiter und dann hätte er wahrscheinlich bloß einen erwischt. Oh, jetzt ist konfus. Hallo, mein Freund. Wer bist denn du? Berge sind großartig. Sehr schön. Was für ein fantastischer Ausblick. Hervorragend. Okay. Ich liebe Berge. Ja, schau dich das an. Springfall nicht. Ihr wollt mir wohl meine Ruhe nicht gönnen, was? Hier, nehmt das und dann haut schon endlich ab. Magiekapsel erhalten. Ja, ja. Gibst du mir noch mehr? Nein. Jetzt ist... Okay, cool. Ups, nee, nicht anordnen, sortieren. Wie sieht's denn mit den Kapseln aus? Kraftkapseln, zwei Tempokapseln, oh, Magiekapseln. Okay. Okay. Diese Kapseln hebe ich mir auf bis im Late Game, würde ich sagen. So, wir haben hier einen Point, an dem ich schaue gerade meine Magie-Punkte an. Denke mir, nicht zwingend notwendig. Komm, wir gönnen uns was, ein bisschen Vita. Dann brauchen wir kein Zelt einsetzen. Oh Gott, nicht mal das Vita war notwendig gewesen. Tata und der Frosch. Okay. Neues Themengebiet. Nicht mehr der legendäre Held, sondern Tata und der Frosch. Da hat was geleuchtet. Noch eine Tempokapsel. I love it. Mm-hmm. Juicy. Oh, Moment. Goldrüstung. Ausweichen. Runterfallen. Okay. Da müssen wir auch ausweichen, sonst aktiviert er die Viecher und so. So wird er auf uns unten warten. Wir können es aber auch ignorieren in dem Fall. Jetzt weiß ich nicht, was passiert, wenn wir hier den Wasserfall runterjumpen. Wäre bestimmt möglich. Aber wir machen es lieber nicht. Vielleicht nach dem Szenario hier. Hallo Kind, ich bin der Wind. Huiuiui. Okay. Da dürft ihr nicht hin. Warum dürfen wir da nicht hin? Seid ihr wegen des Schwerts hier? Grandelion meine ich. Oh, nein. Oh, ja. Okay, verstehe. Einen Moment nur. Ja. Gran! Was hast du, Lion? Gran Lion. Nicht schon wieder. Ihr trachtet nach Grandelion, um als Helden gefeiert zu werden, wie erbärmlich. Die Menschen sind alle gleich, nicht wahr? Im Englischen heißen sie Maser und Mune und das legendäre Schwert heißt Maser Mune. Wie man es auch aus anderen Stories vielleicht kennt. Sie verstehen nicht, dass es unzureichend ist, eine Kraft nur zu besitzen, man muss auch damit umgehen können. Nicht einmal diese grundlegenden Prinzipien greifen sie und deswegen handeln sie unbesonnen. Was sollen wir tun, Bruderherz? Das Übliche, wir stellen sie auf die Probe. Wenn sie schon nicht zu nichts taugen, dann wenigstens zu unserer Unterhaltung. Toll, dann kann's ja losgehen. Huiui! Das sind magische. Okay, dann schauen wir mal. Ich glaube magische, mit Blitz und so. Eis. Feuer! Burn, baby, burn! Okay, ist effizient. Ah, die haben Konterattacke, oder wie? Ja, dann sollte ich vielleicht eher die stärkeren Combo-Attacken machen. Ja, dann muss ich mit Krono am besten... Oh, shit! Nee, konfus. Ach, das ist doch nervig. Dann machen wir einen Feuerhieb. Auf den.
Aufpassen, Male, wo du hinschießt. Burn, baby! Burn! Oh, das war gut. Oh, das geht schnell. Okay. Haben wir gewonnen. Hey, Granden, die sind ziemlich stark. Seit Cyrus hat es keiner mehr so lange durchgehalten. Was sollen wir tun, Bruderherz? Bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als ernst zu machen. Also gut, Schluss mit den Spielchen. Noch einmal gelingt euch das nicht. Mit Grands Mut und Lions Verstand. Fusion! Sind wir unbesiegbar. Holy Moon. Oh, bleiben wir bei solchen Attacken. Die waren bisher ganz effizient, Magie. Ja, ich glaube, diese Version... Sind wir nicht an dieser Version gescheitert damals, als wir es mit Lavos aufgenommen hatten? Das erste Mal. Ich glaube schon, das war unser Gegner damals. Also das war der Gegner, wo es für uns Ende war. Ich glaube, jetzt sind wir deutlich stärker geworden. Hatten wir zu dem Zeitpunkt schon Magie? Ja, ich glaube schon. Der hatte doch... Oh ja. Aura-Wirbel. Genau, der hatte irgendwie so eine Attacke, wo der chargen tut. Ja! Okay, die auch deutlichen Damage macht. Da machen wir am besten nochmal eine Heilung hinterher. So, und jetzt gehen wir wieder auf den Feuerhieb. Und Eis. Ja, das macht mittlerweile bloß Damage. Konfus ist nerviger als Damage. Mit Damage kann man leicht heilen. Komm, das ist ordentlicher Damage. Du musst doch drauf gehen. Nee, da hält noch ein bisschen was aus. Kein normaler Angriff. Oh shit! Mal ist fast down. Oh oh. Hätte ich lieber Vita spielen sollen. Ah! Huh! Gegenstand! Medium Drink! Oh, der hat so wenig Leben. Hör auf, die dauernd niederzuprügeln. Komm lieber zu Chrono, der hat Leben. Ei. Aufhören. Mal schauen, vielleicht kann ich hier unterbrechen, während er akkumuliert. Oh, ha, noch besser, besiegen. Tja, das war's mit Masamune. Oder Grand und Lion. Wir haben verloren, Grand. Hat aber Spaß gemacht. Und glaubst du, dass wir uns wieder zusammenfügen können? Und werden sie unseren Eigentümer finden? Klar, das klappt schon. Hm? Zusammenfügen? Nur ein Stück des Schwertes. Das ist also Grandelion? Sieht aus, als wäre es schon vor langer, langer Zeit zerbrochen. Das zerbrochene Schwert Grandelion erhalten. Erlaubt uns, euch mit dem Wind zum Fuße des Berges zu tragen. Ich wünsche euch Glück. Ich glaube, wenn wir den Wasserfall genommen hätten, wären wir auch am Anfang gelandet.
Okay. Damit sollten wir zu Froggy gehen und ihm zeigen, hier, Go-Go Gadget, wir haben da sein Schwert oder einen Teil seines Schwertes. Was machen wir damit? Oder wir können erstmal suchen. Wo ist der Held? Der Held kommt... Nee, warte mal. Tata. Ach, egal. Wir gehen das nächste Mal erstmal zu Froggy und zeigen ihm das neue Schwert. Aber das, wie gesagt, beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen und ciao, bis zum nächsten Mal.